Moin und willkommen zu der ersten Folge von Freizeitpark News. Eigentlich wollte ich dieses Format erst in der Offseason raushauen, also das bedeutet im November. Aber ich bin so ungeduldig, dass ich das jetzt schon raushauen muss. Also ich bin nicht wirklich ganz ungeduldig, aber zum Beispiel ungeduldig in Sachen wie den Trockenboden auskühlen lassen oder warten, bis Essen fertig ist, ja. Also würde ich sagen, geht's auch schon los. Die erste Meldung ist eine relativ traurige Meldung, denn am Samstag, also vorgestern, ist bei Chiapas die Liftkette am ersten Lift irgendwie gerissen. Mittlerweile ist die Rinne hinterm ersten Lift ist sie trockengelegt. Das Bild blende ich irgendwo ein jetzt, dann da sieht man das, die Kette liegt da rum, die ist rostig, also es ist ja irgendwie ein Prototyp oder auch nicht, aber es dürfte relativ lange dauern, bis die Kette wieder repariert ist. Und es kann dann sein, dass Chiapas jetzt wieder auf unbestimmte Zeit geschlossen ist, also das wäre die nächste Intermeer-Attraktion, die in Deutschland geschlossen wird auf längere oder kürzere Zeit. Ja, ich hoffe, dass sie das Ersatzteil schnellmöglich irgendwie produzieren können oder irgendwo herbekommen, denn der Park hat mal wieder nichts auf Lager. Und dann hoffe ich, dass Chiapas in vielleicht nächsten Monat, dann bin ich wieder da, wenn es wieder läuft. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Kernan. Da wurde auch schon ordentlich an Thematisierung weitergearbeitet vom Turm. Zum einen konnte man sehen, dass dieser Tümpel im Wartebereich mit Kies aufgefüllt wurde. Dann wurden Gerüste am Turm aufgestellt, da wurde an der Festungsanlage weitergearbeitet, es wurden Gitter an die Fenster aufgehangen, die da im Wartebereich rumstehen. Dann irgendwo auch noch wurden dann andere Gitter platziert, wo dann später Felsen entstehen. Also ich habe auch selbst keine Ahnung, wovon ich gerade spreche, weil ich war noch nie im Mansa-Park. Ich möchte da unbedingt mal hin. Aber nein, es ist zu weit, sind 8 oder 9 Stunden Fahrt von hier. Aber sieht schon mal richtig gut aus. Da freue ich mich eigentlich schon darauf, endlich dahin zu fahren und einen voll thematisierten Kernan zu erleben. Weil in Sachen Theming ist der Hansa-Park echt richtig gut. Und für die nächsten News gehen wir mal über den großen Teich in die USA. Und zwar nach Orlando. Da wird ja zurzeit am Volcano Bay, dem großen Wasserpark in den Universal Studios, gearbeitet. Verzeih mir, Universal Resort Orlando. Dort kann man sehen, dass im Stahlgerüst von diesem großen Vulkan schon einiges gearbeitet wurde und man schon erkennen kann, dass es später mal ein Vulkan wird. Der ist relativ groß, der Vulkan. Ich schätze mal auf 60 Meter. Also der ist relativ groß, der Vulkan. Und dazu gibt es schon ein Bauupdate auf YouTube. Das verlinke ich mal unten. Da kann man sehen, dass schon einige Rutschen sehr gut fortgeschritten sind im Bau und das sieht schon mal richtig gut aus. Aber also eigentlich habe ich das Video schon beendet, wollte es gerade hochladen, aber es kam noch irgendwie eine sozusagen Eilmeldung dazwischen. Denn ich habe gerade über Facebook erfahren, dass ein Bediener von der Krake im Heidepark leider verstorben ist. Also das ist ziemlich traurig. Also ich wünsche den Angehörigen dieses Bedieners viel Kraft und auch sehr schade, dass der gestorben ist und mein Beileid. Dann würde ich mal sagen, das war es auch irgendwie schon von diesem News-Video vom allerersten. Verbesserung natürlich in die Kommentare, ich kann alles immer verbessern. Ja, die Kamera ist kacke. Ich habe so gut wie keine Möbelstücke im Zimmer, deswegen ist der Schall auch für den Arsch. Diese News-Videos werden wahrscheinlich immer donnerstags kommen, aber nicht jede Woche, sondern vielleicht alle 2 Wochen, wahrscheinlich. Und ja, die Quellen zu den ganzen News sind auch unten in der Beschreibung und die Direktlinks zu den Bildern sind auch unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!